arbeiten, dass wir Pension kriegen und Sozialversicherung. Dann sind wir unabhängig, dann haben wir aber auch Rechten und Pflichten. Und deswegen ist es uns ganz, ganz wichtig, ein Teil der Gesellschaft zu sein, auch mittendrin und nicht nur am Rande. Und wir wollen auch sagen, dass trotz Einschränkung vieles möglich ist, wenn man unbedingt will und da beweisen kann, wenn es ein bisschen dauert und ein bisschen länger ist, es geht immer irgendwie alles. Und deswegen machen wir das heute und binden die Gesellschaft mit ein, weil viele wissen eben noch nicht, wie wichtig das ist und dass niemand ausgegrenzt wird. Verteilen wir eben die Batten und die Samen, damit das alles ein bisschen wachsen kann und wir zusammen wachsen können. Eine finanzielle Sicherheit ist die Grundlage für ein gutes Leben und da dürfen Menschen mit Behinderung nicht ausgeschlossen sein und derzeit sind sie das durch die bestehenden Gesetze, die transformiert werden müssen. Wir wollen weg von der karitativen Behindertenpolitik hin zu einer ermächtigen, die nicht den Menschen nach seinen Defiziten beurteilt, sondern nach seinen Stärken, die gewiss jeder einzelne Mensch mit Behinderung, ganz egal ob hoher Unterstützungsbedarf oder nicht, hat. Also heute ist ein sehr symbolischer Tag für die Lebenshilfe, für alle Menschen mit Behinderungen, für unsere Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter. Und es wird eine ganz wichtige Message hinübergetragen. Gehalt statt Taschengeld. Wir haben seit vielen Jahren auch das neue Modell der integrativen Berufsausbildung gewählt und wir haben heute die Frau Legaspiter, die auch die Teilqualifizierung gemacht hat in Beruf für die Bürokauffrau und sie arbeitet jetzt bei uns seit 4 Jahren angestellt zu einem ganz normalen Lohn und Gehalt in unserem Empfang und ist auch sehr flexibel, macht auch Aushilfe dann bei unserem Restaurant, bei der Kasse und so weiter. Also wir haben eben sehr viele Menschen, die in den integrativen Betrieben gut angestellt sind, einen echten Lohn bekommen und wir unterstützen heute die Aktion der Lebenshilfe, weil es Zeit wird, dass auch in den Therapiewerkstätten, Beschäftigungstherapiewerkstätten, in den Tagesstrukturen entsprechende Löhne bezahlt werden. Es geht um Versicherung, es geht um Pension, das sind alles ganz wichtige Themen und macht jetzt sind behinderte Menschen in diesen Werkstätten abhängig von Sozialleistungen und das darf es eigentlich im heutigen Zeitalter nicht mehr geben. Wir repräsentieren hier ja den Werkstättenbereich, wo Menschen arbeiten, 24.000 Menschen, die keinen Lohn und keine Sozialversicherung haben. Wir repräsentieren einen sehr stabilen Bereich mit den integrativen Betrieben und in meinem Brotberuf repräsentiere ich ein Netzwerk, das in den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt. Und das heißt, wir haben hier die volle Bandbreite. Wir haben noch einen dreiteiligen Arbeitsmarkt, einen ersten, zweiten und dritten Arbeitsmarkt, aber in Wahrheit repräsentieren wir als Behindertenrat 1,4 Millionen Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Wir brauchen einen inklusiven Arbeitsmarkt. Dafür stehen wir hier. Das wollen wir auch dem Herrn Bundeskanzler näher bringen. Und das ist die zweite Symbolik. Wir sind endlich im Büro des Herrn Bundeskanzlers, dort, wo das Thema auch hingehört. Und wenn es ihm noch gelingt, dann auch die Länder mit an Bord zu holen, dann sind wir dort, wo wir hinwollen, um unsere politischen Forderungen umzusetzen. Der Daniel ist eine vollwertige Arbeitskraft. Und wir heute aus heutiger Sicht ist es nicht irgendwie was Tolles, was wir da tun, sondern er ist wie jeder andere Mensch. Er hat halt andere Fähigkeiten und hat andere Schwächen. Aber er hat auch Fähigkeiten, die andere Menschen nicht haben. Ich
bin sehr erfreut und überrascht gewesen, wie sehr interessiert der Herr Bundeskanzler und der Herr Kocher auch sind, den Menschen mit Schwerstbehinderung zuzuhören. Und er wird wirklich was erreichen, weil er ist einfach begeistert, dass da was weitergeht. Und das haben wir gespürt. Und haben alle unsere Anliegen und Bedürfnisse, was uns so beschäftigt, glaube ich, für uns und unsere Kolleginnen und Kollegen und wenn es auch immer alle betrifft, sehr gut umgebracht. Die Lebenshilfe Österreich ist sehr dankbar für den persönlichen Termin beim Bundeskanzler Kurz und dem Arbeitsminister Herr Kocher. Wir sind sehr zuversichtlich, dass nun Umsetzungsschritte folgen hin zu einem inklusiven und durchlässigen Arbeitsmarkt.